Hallo, hier nur ein ganz kurzes kleines Video zu DNS, zum Domain Name System und wie es in Bezug steht zu unserer Diskussion vom vorherigen Video zu Load Balancing. Das ist keine vollständige Behandlung von DNS, es geht hier mir nur darum zu erklären, dass DNS tatsächlich in der Lage ist, einfaches Load Balancing im vorherigen Sinne zu unterstützen. Also, DNS hat als Name Resolution System, als Namensauflösungssystem für Domain Names, Domain Name System, DNS, im Prinzip genau einen Job. Es hat genau die Aufgabe, Namen, insbesondere Fully Qualified Domain Names, FQDNs, das sind diese www.uni-paderborn.de, auf IP-Adressen abzubilden. Ich muss mir immer auf die Zunge beißen, ich weiß, dass IP-Adresse falsch ist, aber man sagt es halt mal so. IP-Name wäre hier korrekter. So, wie machen wir das? Das passiert, indem wir an einen DNS-Server, den wir irgendwie kennen, uninteressant, wo dieses Wissen herkommt, an einen DNS-Server einen sogenannten Resolution Request schicken. By sending to corresponding IP-Adresse. Den schicken wir dahin und hoffen, als Antwort zu bekommen, eine entsprechende IP-Adresse. Klar, es ist eine Tabelle. Es ist eine verteilte Tabelle, weil das DNS-System natürlich nicht aus einem einzigen Server besteht, sondern aus vielen Servern besteht. Aber es ist eine Tabelle. Eine Tabelle mit Zeilen und Spalten. Und in einer Zeile steht ein Eintrag drin, wie zum Beispiel www.bla.com in steht hier für Internet, A1232. Also das war die Beispiel-IP-Adresse des Frontends von gerade eben. A steht hier für einen sogenannten A-Record und will sagen, es ist die Abbildung eines FQDNs auf einer IP-Adresse. Wenn Sie auf einer IPv6-Adresse abbilden wollen, dann haben Sie einen AAAA-Record und man muss genau zählen, dass man die richtige Anzahl von As hier ausspricht. Dann haben Sie einen Vierfach-A-Record, aber es ist im Prinzip die gleiche Idee. Also, wir können FQDNs durch einen Eintrag in A auf IP-Adressen abbilden. Okay. Was können wir noch machen? Wir können solche Einträge ändern. Wir können eine solche Zeile ersetzen. Okay, auch kein Problem, nicht? Dann wird beim nächsten Anfrage bla.com auf 7, 8, 9, 10 abgebildet. Stellen Sie sich vor, Sie betreiben innerhalb einer solchen Domäne viele, viele Server. Sie betreiben darin einen Mail, einen FTP-Server, einen Web-Server, einen, ich weiß es nicht, was immer Server Sie haben wollen, aber eigentlich laufen die alle auf der gleichen Maschine, hinter dem gemeinsamen Frontend, das Sie mit einer IP-Adresse versehen, hinter einem Frontend als Load Balancer, wäre eine typische Situation. Dann müssten Sie jetzt ja ganz viele Einträge ändern. Natürlich könnten Sie jetzt ftp.bla.com und so weiter und web.bla.com und so weiter dahin schreiben. Ja, das ist umständlich. Deswegen hat DNS einen Mechanismus für Aliase mit eingebaut. Das ist ein sogenannter CNAME-Eintrag. Damit wird ein FQDN, eine Fully Qualified Domain Name, auf eine andere FQDN abgebildet. Niemals auf eine IP-Adresse. Das macht dann der A-Record. Also zum Beispiel könnten Sie hier sagen, zu dem A-Record, den wir eben schon hatten, bla.com in A1232, fügen wir hinzu ftp.bla.com als ein Internet-Alias-CNAME bla.com oder web.bla.com ebenfalls als ein Alias für bla.com. Hat die Konsequenz, wenn Sie nach web.bla.com fragen, werden Sie zunächst einmal das umschreiben auf bla.com und dann unter bla.com nachschauen und 1.2.3.2 als Resultat erhalten. Okay, das ist jetzt erstmal nur eine Vereinfachung, um Änderungen etwas kompakter zu gestalten. Das ist jetzt noch nicht dramatisch neu. Das Praktische ist, dass wir jetzt für einen Eintrag hier mehrere CNAME Records angeben können, die auf unterschiedliche Einträge verweisen. Das sieht dann so aus. Multiple CNAMEs funktionieren folgendermaßen. Sie haben vielleicht tatsächlich mehrere Worker. Das war ja das, was wir wollten. Wir wollten direkt die Worker in das DNS schreiben. Also Worker 1, Worker 2, Worker 3 in bla.com haben ihren eigenen A-Record jeweils, die auf 1.2.3.101, 102, 103 verweisen. Das ist erstmal ganz naheliegend. Und jetzt können Sie eine coole Sache machen. Jetzt können Sie sagen, Sie haben web.bla.com ist aliased
auf worker1.bla.com und ein ist-Alias für worker2.bla.com und worker3.bla.com. Okay, was macht jetzt ein DNS-Server, wenn er so einen Eintrag sieht? Er sieht, dass web.bla.com auf drei mögliche Einträge verweisen kann und er wird jetzt unter diesen drei möglichen Einträgen für jeden folgenden Eintrag den jeweils nächsten nehmen, in einem Round-Robin-Sinne. Also die erste Anfrage wird dieses Resultat bekommen, also die Punkt 101, die zweite dieses, die dritte dieses. Bei der vierten Anfrage hüpfen wir wieder nach oben und machen bei der ersten wieder weiter. Okay? Also eigentlich ganz einfach. Es ist typischerweise ein Round-Robin-System. Ein DNS-Server kann davon abweichen, sie können sich nicht fest darauf verlassen, aber in der Regel ist es ein Round-Robin. Im Prinzip ist es eine einfache Realisierung von Zufall. Okay? Und das gibt uns gibt uns das Load Balancing. Ist das gut genug? Ist ein solches Aufsplitten von Anfragen nach 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ein einfaches Round-Robin, ist das gut genug, um ein vernünftiges, qualitativ gutes Ausgleichen der Last zu erzielen? Tja, und das hängt jetzt von verschiedenen Aspekten ab. Das hängt davon ab, sind meine Anfragen eigentlich alle gleich oder verursachen die unterschiedlich viel Arbeit? Was könnte ich eigentlich als Vergleichsfall heranziehen, um vielleicht besser zu sein? Was würde ich denn im Vergleichsfall wissen? Das schauen wir uns im nächsten Video über Load Balancing Policies an. Zunächst mal danke fürs Zuhören in diesem kleinen Video zu DNS Load Balancing.